Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist der. Es ist nicht der 22. oder? 23. Ja, und ich habe heute mal so ein bisschen. Wollte ich mit euch was reden und ja, das klingt jetzt voll komisch. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, jetzt wo ich gerade anfange. Habe ich schon mal erzählt, dass ich eine Schreibphobie habe? Ja, also, ich erzähle euch jetzt was aus meiner Schulzeit. Ganz, ganz, die zweitgrausamste Zeit meines Lebens, könnte man so sagen. Und die furchtbarste, welche an die mich leider bewusst erinnern muss. Ja, also, es ist wie folgt. Ich bin ein kleines, unschuldiges Mädchen gewesen von gerade mal, ich glaube, 8, 9 Jahren. Da bin ich zum zweiten Mal in die erste Klasse gegangen, weil ich habe beim ersten Versuch die erste Klasse nicht gepackt und musste wiederholen, was im Nachhinein mein Glück war, weil dann haben sich die Lehrer dann nicht mehr getraut, mich nochmal wiederholen zu lassen, weil sie gemeint haben, dann würde ich ja viel zu alt werden. Ja. Ich sage, Moment, wo es einmal Glück ist, alt zu sein. Ja, und dann hieß es dann immer, ja gut, dann versetzen wir sie halt, weil sonst wird sie ja zu alt. Ja, auf jeden Fall war ich dann das zweite Mal in der ersten Klasse und dann haben wir Schreiben wieder gehabt. Und am Anfang hatte ich natürlich einen Vorteil meinen Klassenkameraden gegenüber, weil ich hatte es ja schon mal. Und meine besten Freundinnen, die fanden dann, es sei dann auch klüger, wenn ich mir in dieser Klasse neue Freunde suche. Und das Einzige, was ich mir in dem Moment gedacht habe, mit denen will ich ja gar nicht befreundet sein. Und ja, so im Nachhinein ist es eigentlich faszinierend. So, wenn ich ganz, ganz doll zurückdenke, kommen mir immer wieder so Gedanken, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist der Asperger ja schon extrem prägnant und dominant offensichtlich bei mir gewesen, wenn man es dann weiß. Aber ja gut, musste damals keiner. Und auf der Schule, auf der ich dann in der ersten Klasse war, da hat sich auch, glaube ich, keiner wirklich für mich interessiert. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage es. Wobei, auch wenn ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, meine damalige Klassenlehrerin doch, die hat sich doch für mich sehr interessiert. Also die war engagiert auf eine nicht so. Ich erzähle es euch ja jetzt. Also auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann von meiner damals ersten Klasse, wo so gefühlt Wolken, Himmel, Wunderwatte, Zauberkuchenland war, außer der Geschichte mit dem Fasching, aber das habe ich euch auch schon mal erzählt. Ja, und dann bin ich dann in die neue Klasse gekommen. Und das kam mir irgendwie vor, so, um ein bisschen so meine Bilder zu haben, wie die Sümpfe von Mordor. Also so, bis zur fünften Klasse war das so mein, ich bin jeden Tag nach Mordor gegangen, zu den Sümpfen von Sauron. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass irgendwo dann Frodo Beutlin auftaucht mit dem Ring und meint, der eine Ring sie zu knechten und sowas. Das hat mir irgendwie nur noch gefehlt, obwohl ich damals noch nicht mal wusste, was der Herr der Ringe ist. Aber als ich dann zum ersten Mal diese Szenen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, doch so war mein Schulalltag irgendwie für mich. Ja, auf jeden Fall war es dann so. Ist das jetzt ein bisschen übertrieben? Ja. Na gut, dann halt eher so wie, also ja, auf jeden Fall hatten wir dann eine Klassenlehrerin, die ich, um jetzt beim nächsten Science-Fiction-Buch zu bleiben, die für mich irgendwie war wie die peitschende Weide. Ja. Also sie hat mich nie körperlich angefasst oder so, aber sie hat mich psychisch gesehen richtig angestrengt. Angestrengt, dass ich das überstehe. Boah. Wie habe ich die Schulzeit eigentlich überlebt, wenn ich jetzt gerade so überlege? Ja, egal. Auf jeden Fall, sie war dann strenger. Viel strenger und sie hat mich wirklich durch dieses Lesen und Schreiben lernen durchgepeitscht. So gefühlt durchgepeitscht. Und ich bin da wirklich, ich kann heutzutage gut lesen. Ich habe auch eine wundervolle Schrift und so. Also meine Schrift ist wunderschön. Das hat der Kalligrafiekurs dann noch gerichtet, recht. Wobei ich immer noch Legasthenikerin bin auch noch. Boah, ich bin echt so voll. Ich habe auch alles mitgenommen, ne? Ja, auf jeden Fall.
Rechtschreibfehler habe ich drin, aber an sich so habe ich eigentlich eine gute Schreibart. Aber ich habe ein ganz interessantes Problem, das ist mir aber erst vor ein, zwei Jahren ist mir das erste Mal aufgefallen. Also so richtig lesen und schreiben gelernt habe ich nicht in der Schule, sondern mein Schullieskurs hieß Pokémon, die rote Edition. Ich habe bei Pokémons lesen gelernt, weil da war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich es lesen wollte. Ja, und deswegen haben meine Eltern auch meine Spielesammlung ausgeweitet. Einzig Gute an der Geschichte. Ich habe heutzutage so viele Spiele für den DS, dass ich, um ehrlich zu sein, gerade einen Rückstau habe und gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Im Moment bin ich bei die Sims, My Sims. Aber ich komme da auch gerade nicht weiter. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich bleibe da immer an derselben Stelle hängen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so das Lesen gelernt. Und Schreiben habe ich eigentlich. Ich überlege gerade, wo ich Schreiben gelernt habe. Ja, also Schreiben, ich weiß nicht. Irgendwo habe ich dann. Nee, ja, jetzt weiß ich's. Ich habe irgendwann an. Das ist so die beste Schreibzeit, die hatte ich mit meiner besten, damals meiner besten Freundin Jahre später, weil da war es immer so, dass man ab 22 Uhr ja nicht mehr anrufen konnte, aber wir in den Ferien ja trotzdem Zeit miteinander verbringen wollten. Und dann haben wir uns immer Texte geschrieben und dann habe ich dadurch meine Schreibfähigkeit ausgebaut. Und durch Schreiben mit meiner Babette, E-Mails, mir nachgefragt, was gibt's eigentlich zum Abendessen? Und eben auch durch die Tatsachen mit dem ganzen Overload, und ich da ja gezwungen bin, mehr oder weniger alles aufzuschreiben, hat sich dann irgendwann auch mein Schreiben verbessert. Also an alle Eltern da draußen, es kommt irgendwann. Ist einfach so. Kommt man nicht drum rum. Wenn man die Grundschritte kann, dann kann man irgendwann auch schreiben und lesen. Ja, aber ich habe dieses, wie ich schon gesagt habe, ich habe das Phänomen entdeckt. Ich habe mir ein Buch gekauft. Ein Buch, das mir wirklich wichtig war und das ich auch unglaublich gerne lesen würde. Aber ich hasse es zu lesen. Ich hasse es von Abgrund aus Prinzip zu lesen. Ich hasse es zu lesen, zu schreiben. Und das ist mir egal wie. Ich bin jemand, ich hätte theoretisch diese ganzen Videos auch in einem Blog schreiben können. Seien wir mal ganz ehrlich. Ein Blog hätte wahrscheinlich auch schneller die Leute erreicht, wahrscheinlich, oder auf Instagram oder weiß Gott was. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte einfach keine Bocke zu schreiben. Und jeder, der mal meine Beschreibung durchliest von meinen Videos, dem wird wahrscheinlich auffallen, dass die auch nur copy-pastet ist. Also ich gebe es zu, ich habe die einmal geschrieben und es war wirklich so eine Aktion von 6 Wochen. Und dann habe ich dann habe ich eingegeben und seitdem, immer wenn ich ein Video hochlade, die automatisch in die Beschreibung immer wieder wiederholt. Und ja, also in meiner Beschreibung verpasst man nichts. Ja, und ich muss auch zugeben, beim Titelschreiben bei den Videos bin ich tendenziell immer sehr bequem. Ich gebe es zu. Ich mag es einfach nicht. Ich bin kein leidenschaftlicher Leser, kein leidenschaftlicher Schreiber. Für mich ist es ein notwendiges Übel. Und meine Mama zum Beispiel, die braucht, um abends entspannen zu können, noch irgendein Buch. Und jedes Mal, wenn ich sie lesen sehe, denke ich mir, ich finde es voll krass, dass es Leute gibt, die gerne lesen. Und ja, wieso erzähle ich die Geschichte überhaupt? Was habe ich jetzt eigentlich warum erzählt man sowas? Ist ja eigentlich jetzt nicht so die interessante Geschichte. Und ich glaube, ich bin auch nicht das einzige Kind der Weltgeschichte, das durchs Lesen lernen durchgepeitscht wurde. Aber ich glaube, und das ist etwas, wo wir vielleicht als Gesellschaft mal dran arbeiten sollten, dass Kinder leichter lernen, wenn sie mit Spaß lernen. Und dieser ewige Druck, dieses ewige, du musst, du musst, du musst und du musst am besten jetzt gleich können, das ist überhaupt nicht hilfreich. Und ganz ehrlich, etwas, wo ich auch sagen würde, kann man sich schenken, ist die Schönschrift. Keiner schreibt Schönschrift. Ich habe jetzt noch nie jemanden getroffen und ich treffe ja jetzt nicht so viele Leute. Schönschrift schreibt. Jeder schreibt in Druckbuchstaben, den ich kenne. Also, ich meine, das ist doch, meine Mutter hat zu mir gemeint, die kennt mehrere Leute, meine Tante Bella ebenfalls, die haben gemeint, sie kennen eigentlich kaum jemanden, der noch mit Schreibschrift schreibt. Also,
Ich finde, das ist so das total unnötige Quälen von Kindern Schreibschrift. Lasst uns die Schreibschrift abschaffen! Das sollte ich auf jeden Fall mal irgendwann irgendwo, wenn ich vielleicht mal in die Politik gehe, reinnehmen. So ein bisschen da mal was dagegen zu tun. Ja. Für weniger Stress beim Lesen und Schreiben lernen. Verwaltung ist na je nach Bundesland ist na eine andere Schreibschrift. Nee, jetzt echt? Ist echt pervers. Echt? In jedem Bundesland gibt es eine andere Schönschrift? Nicht in jedem, aber in manchen. Echt? Boah, bin ich froh, dass ich über 18 bin. Ich bin jetzt voll aus der Schule raus. Mic drop. Ja. Ich meine, ein Leben ohne Schule ist machbar, aber es hilft halt auch nicht viel. Wobei ich immer noch der Ansicht bin, eigentlich die wichtigen Jahre sind die ersten 4. Und danach das Ganze, das, was man dann lernt, das braucht eigentlich brauchen die wenigsten noch. Wer braucht Algebra? Wer braucht schon Halbjahresgespräche? Entschuldigung. Entschuldigt. Ich bin ein gebranntes Kind, was Schule angeht. Ich gebe es zu. Oder wer braucht schon den Satz des Pythagoras im Alltag? Zimmermann. Ja, aber ein Zimmermann. Klar, aber ich habe ja gesagt, die meisten nicht. Ich meine, ich habe den jetzt bisher noch nie, ich bin noch nie in der Ecke gesessen und habe mir überlegt, wie hoch ist die, ba wie kriege ich jetzt den Schrank aus dem Zimmer raus? Und habe dann das Metermaß geholt und den Satz des Pythagoras gerechnet. Und wenn ich den gerechnet habe, dann habe ich einen Computer eingegeben, weil der rechnet den ja auch für mich. Ich meine, ist doch so, heutzutage braucht man im Grunde diese ganzen Sachen nicht mehr, weil es gibt irgendwo ein bestimmten schlaues Gerät, das es für dich rechnet. Und ich finde irgendwie, wir sollten da auch unser System dran anpassen heutzutage. Es hilft ja nichts, wenn wir mehr oder weniger die Kinder durch die Schule durchquälen und sie nötigen, Dinge zu lernen, die sie am Ende nicht brauchen. Und dann gibt es ja auch ganz viele Kinder, die lernen die Sachen in- und auswendig, schreiben dann eins im Test, aber wenn du sie dann danach fragst, wie das funktioniert, wissen sie es nicht, weil es im Grunde nicht mehr darum geht, das Wissen zu sammeln, sondern es geht nur noch darum, das Wissen im richtigen Moment auszukotzen und dann es auf ein Blatt Papier zu bringen, aber ob es im Kopf drin bleibt, das ist eigentlich den meisten egal. Und das finde ich das Drama am heutigen Schulsystem. Das war ja schon zu meiner Zeit so und ich glaube, war auch schon zu Mamas und Papas Zeit so, oder? Nee, nicht Echt? ganz. Ah, bei euch noch nicht? Nicht so schlimm. Bei uns war es schon schlimm und ich will nicht wissen, wie es ist, wenn dann die nächsten Generationen kommen. Also ich für meinen Teil, ich bin da klipp und klar jemand, der sagt, wir sollten nicht mehr überlegen, warum, wie lang bis zum Abi geht oder so, sondern wir sollten vielleicht mehr auf die Kinder eingehen, was sie lernen möchten, was sie brauchen für ihre Ziele. Und wenn du freiwillig lernst, lernst du immer besser. Ist einfach so. Ich habe mir innerhalb von 3 Wochen angeeignet, wie man PC zusammen und auseinanderbaut. Und da habe ich für nicht den Satz des Pythagoras gebraucht und auch sonst nichts. Aber das ist sowas, wo ich dann sage, das habe ich lernen wollen. Und dann habe ich es gelernt. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so gelernt habt, was ihr freiwillig lernen wolltet und wo ihr denkt, was voll unsinnig ist zu lernen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis dann. Tschüss.